Sehr geehrte Damen und Herren, in der heutigen Zeit leiden sehr viele Menschen an Ohrenleiden. Sie hören nicht mehr so gut wie früher. Sicher gibt es dafür diverse Gründe. So sind zum Beispiel häufige Diskothekenbesuche der Jugend maßgeblich an diesem Desaster schuld. Zugegebenermaßen auch die allgemeine Geräuschkulisse der Umgebung, wie Autobahnen, Flugzeuge und Babygeschrei. Aber was viele Menschen nicht wissen ist, dass sie auch zu viel Fernsehen gucken und dass sie dabei taub werden. Ja, wie wissenschaftliche Studien in Tübingen bewiesen haben. Wir möchten nun testen, ob auch Sie zu Hause Ihren Fernseher zu laut gestellt haben. Als Testobjekt habe ich hier diese Pistole dabei. Es ist eine ganz normale 6mm Kanone, wie sie wohl jeder von uns zu Hause hat. Wir halten nun also diese Pistole ganz dicht an das Mikrofon und drücken ab. Oh, meine Damen und Herren, ein Moment, ich weiß gar nicht, ob diese Pistole geladen ist. Ich öffne also das Magazin. Ah, ich sehe, 6 Patronen befinden sich darin. Wir schließen also wieder das Magazin. So. Und halten diese Pistole ganz dicht an das Mikro. Wir spannen den Hahn und drücken ab. Sie sollten vielleicht zu Hause ein paar Schritte von Ihrem Gerät sich entfernen, denn es wird wohl sehr laut werden. Gleich geht es los. Ach, was soll's. Es wäre doch viel zu schade für diese Patrone. Ja, genau. Schenken wir doch diese Pistole einfach einem kleinen Kind. Meine Damen und Herren, schicken Sie Ihr Kind ins Studio und es erhält von mir eine Pistole. Fazer as bacon frances, as bacon frances, e vim da multa lixa.